Frage gestellt, kann man eine Schiebung mit anschließender Drehung mit einer einzelnen Drehung ersetzen? Und dazu habe ich hier mal das Euklid Deiner Geo gestartet und wollte das mal ausprobieren. Also brauchen wir erstmal ein Objekt. Erzeuge ich mal hier ein Dreieck und einen Verschiebungspfeil. Dann verschieben wir das Dreieck mal in die Richtung. Geht schön mit. Ja. So, für die Drehung brauche ich einen Winkel. Da erzeuge ich mir ein Zahlenobjekt. Nenne ich mal W1. Und den Bereich setze ich auf 0 bis 360 Grad. Und natürlich brauche ich für die Drehung noch einen Punkt, um den das Ganze gedreht wird. Den setze ich mal da unten hin. Abbilden. Drehen. Und zwar jetzt das verschobene Dreieck. Das war ja das Originaldreieck. Das verschobene Dreieck. Um dieses Drehzentrum drehen mit diesem Winkel. Und da sehen wir schon, 45 Grad Drehung. Wenn ich den Winkel jetzt verändere, kann ich es zurückdrehen. 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad bis zu 360 Grad und wieder zurück. So, dann lasse ich es mal so stehen. Und jetzt ist die Frage, geht das auch mit einer einzigen Drehung, dass ich direkt von diesem Dreieck auf dieses drehe? Und die Antwort ist, ja, es geht. Aber es gibt eine Ausnahme. Gut, aber wir schauen mal. Gucken wir doch mal, dass wir das Dreieck vernünftig benennen. A, B, C, das verschobene Dreieck dann entsprechend A1, B1, C1, weil ich hier schlecht Striche dran machen kann. Und das gedrehte, gucken wir mal, das müsste der Punkt A2 dann sein. A2, B2, C2. Kann mal schauen, ob ich die richtig benannt habe, indem ich es zurückdrehe. Ja. Vielleicht damit die hier noch ein bisschen Platz haben, die Verschiebung noch ein bisschen größer machen. 45 Grad. Genau. So. Ja. Man kann sich schon vorstellen, es gibt einen Punkt, um den ich das Ganze drehen kann, aber wie finde ich den? Dazu verbinde ich mal die zusammengehörenden Punkte A und A2 sowie B und B2. Sehen wir irgendwas? Nein, wir sehen nichts. Aber man kann sich vorstellen, wenn der Punkt A auf den Punkt A2 gedreht wird, dass der Drehpunkt irgendwie in diese Richtung liegt. Und wenn das hier so rumgedreht wird, wenn B nach B2 gedreht wird, dass der Drehpunkt in die Richtung liegt. Also genau auf der Mitte dieser Verbindungslinie, aber dann in senkrechte Richtung. Und das ist die Mittelsenkrechte, die kann ich hier konstruieren. Das mache ich mal. Mittelsenkrechte A, A2 und die Mittelsenkrechte von B nach B2. Und hier, wo die beiden Mittelsenkrechten sich treffen, übrigens der gleiche Punkt, wenn ich von C und C2 auch die Mittelsenkrechte bilde, wird das auch durch diesen Punkt laufen. Wenn ich diesen Schnittpunkt markiere, probieren wir doch mal aus, ob das der Drehpunkt ist, mit dem ich dieses Dreieck dann hier rüber drehen kann in einem Rutsch. Dazu brauche ich jetzt einen zweiten Winkel.
von 0 bis 360 Grad drehen können. Und wir probieren mal eine Drehung. Das Originaldreieck direkt drehen um diesen Punkt und um diesen Winkel. Und jetzt die Spannung wächst ins Unerträgliche und tatsächlich, es klappt. Wir können diese Schiebung und die anschließende Drehung durch eine einzige Drehung ersetzen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es Zufall war. Ich mache mal die Verschiebung anders und auch die erste Drehung ein bisschen anders. Und wir testen erneut. Es funktioniert. Selbst wenn ich hier jetzt eine Punktspiegelung mache, Drehung um 180 Grad, probieren wir das mal. Das sieht dann ganz anders aus, das Dreieck. Und ach, Moment, das Ganze mal ein bisschen hochschieben. Und siehe da, auch hier gelingt es wieder, das Dreieck ABC direkt in das Dreieck A2B2C2 zu verdrehen. Ja, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, es gibt eine einzige Ausnahme. Und das sehen wir, wenn wir diese Mittelsenkrechten hier, ich färbe die mal ein, dass man die besser erkennen kann. Die Mittelsenkrechten mache ich mal rot. So. Wenn ich jetzt den Winkel auf 0 Grad zurückdrehe von der ersten Drehung, dann stellen wir fest, dass diese Mittelsenkrechten, ja, ihr seht es, immer mehr parallel zueinander sind. Und wenn der Winkel 0 Grad ist, sind sie exakt parallel. So, und jetzt haben wir ja gesagt, ich drehe um den Schnittpunkt der beiden Mittelsenkrechten. Wenn die parallel sind, gibt es keinen Schnittpunkt. Also kann ich hier auch nichts drehen. Das heißt, das ist die Ausnahme. Es muss tatsächlich eine Drehung stattfinden, wenn ich um 0 Grad oder eben um Vielfache von 360 Grad drehe, gibt es diesen Punkt nicht. Und was ist eigentlich bei 180 Grad? 180 Grad funktioniert es wunderbar. Dann schneiden sich auch die Mittelsenkrechten hier im Winkel von 90 Grad. Ist das Zufall? Ja, das war Zufall. Also sie schneiden sich immer außer bei 0 Grad und Vielfachen von 360. Und dann geht's. Ich kann in einem Rutsch diese Operation, die aus Verschiebung und Drehung bestanden hat, mit einer Drehung ersetzen. Wahnsinn, ne? Hoppala. Fantastisch. Tja, kriegt man mit Papier und Bleistift nicht hin, gell? So, mal gucken, was mir noch alles einfällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.